أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Der Friedensvertrag von Hudaybiyah ist ohne Zweifel eines der historischen Momente im Leben von Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi. Und er war zu jenem Zeitpunkt 28 Jahre alt. Und es wird als eines der wichtigsten politischen Ereignisse in der frühislamischen Geschichte betrachtet. Als eines der wichtigsten politischen Ereignisse in der islamischen Geschichte betrachtet, worin der Fürst der Gläubigen direkt involviert war, nämlich, dass er derjenige war, der diesen Friedensvertrag geschrieben hat. Leider beschäftigen wir uns kaum mit dem Ereignis dieses Friedensvertrages, mit dem Vertrag von Hudaybiyah. Leider muss man auch sagen, weil wenn wir uns mit diesem Ereignis, mit diesem historischen Ereignis beschäftigen würden, könnten wir auf viele Vorurteile und viele Behauptungen von Islamkritikern ohne weitere Probleme antworten. Wer von uns kennt das nicht? Jeder Islamexperte, sogenannte Islamexperte, jeder Islamkritiker, der hervortritt, um gegen den Islam zu hetzen, benutzt diverse Koranverse, um den Islam als eine gewalttätige, als eine aggressive Religion darzustellen. Und da fällt nicht selten der Vers beispielsweise, den bestimmt viele kennen, und lauert ihnen auf und tötet die Ungläubigen, wo auch immer ihr sie seht. Und wie oft kommt es vor, dass man mit diesem Vers konfrontiert wird und als Muslim nicht darauf antworten kann? Man wird mit diesem Vers konfrontiert. Du sagst doch, du bist Muslim. Ja, ich bin Muslim. Du sagst doch, deine Religion ist friedlich. Ja, meine Religion ist friedlich. Wie kann es sein, dass du dann einem Buch folgst, worin steht und tötet die Ungläubigen, wo auch immer ihr sie seht? Die meisten davon werden darauf keine Antwort haben. Entweder sie sagen, das ist vom Kontext gerissen, okay, dann erklär mir den Kontext, und schon da hört es bei den meisten leider auf. Wenn wir uns aber mit diesem Friedensvertrag von Hudaybiyah beschäftigen würden, mit diesem historischen Ereignis, dann könnten wir genau auf diese Vorurteile und auf diese Behauptungen gezielt antworten. Imam Amir al-Mu'minin, a.s., wie wir gesagt haben, war zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt und hat diese großartige politische Rolle in diesem Friedensvertrag eingenommen. Weil seitens vieler sunnitischer Gelehrte wird es versucht so darzustellen, dass Imam Ali, a.s., zwar der mutige Mann ist, zwar der spirituelle Mann, aber politisch hatte er keine Rolle gespielt. Auch viele schiitische Geschwister, mag es durchaus sein, dass in ihren Köpfen vermehrt Ali als der Mutige, Ali als der Starke, Ali als der Spirituelle, Ali als der Gottesdiener, dass wir so ein Bild von Ali ibn Abi Talib a.s. haben, aber dass wir kein Bild von ihm haben als jemand, der eine politische, wichtige Rolle gespielt hat. Sunnitische Gelehrte versuchen genau auf diesen Punkt anzusetzen und zu sagen, Ali war spirituell gut, war von der Stärke her, von der Kraft her gut, alles gut, aber politisch hatte er keinerlei Relevanz. Und so wird natürlich versucht, Schritt für Schritt auch das Ereignis von Radir Khum in den Schatten zu stellen, beziehungsweise es nicht als ein politisches Ereignis darstellen zu lassen. Ja, der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi, hatte Ali gelobt, Alis Weisheit, Alis Stärke, Alis Wissen, aber politisch soll er keine Rolle gespielt haben. Wobei, wenn wir das Ereignis von Hudaybiyah betrachten, so sehen wir ganz genau, welche Rolle Ali ibn Abi Talib hierbei gespielt hat. Von all den Gefährten, die es gab unter dem Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi, all die Gefährten, die er hatte, war Ali ibn Abi Talib, alaihi salam, derjenige, der die Rolle einnahm und diesen Friedensvertrag geschrieben hat. Wie würden wir also jemanden antworten, der sagen würde, zeigt uns eine Situation, zeigt uns ein bestimmtes Ereignis, wo wir sehen können, dass Ali eine politische Rolle eingenommen hat und dementsprechend auch geeignet für das Khalifat war. Und hier können wir auf das Ereignis von Hudaybiyah zeigen. Das heißt, das Ereignis von Hudaybiyah, der Friedensvertrag von Hudaybiyah, bringt uns Antworten zu mehreren Fragen, zu mehreren Behauptungen. Zum einen sind wir dadurch in der Lage, auf bestimmte Koranverse zu antworten, worin es heißt, tötet die Ungläubigen
Gläubigen, wo immer ihr sie auch seht, lauert ihnen auf und so weiter. Wir sind imstande, darauf zu antworten. Und zum anderen sehen wir auch, oder zum anderen lernen wir auch einen anderen Aspekt vom Leben von Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib a.s. kennen. Heute möchten wir uns also mit diesem Friedensvertrag von Hudaybiyah auseinandersetzen und wie wir es gewohnt sind, das in mehrere Stufen. Zum einen wollen wir herausfinden, wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi erfahren, dass er nach Mekka zurückkehren sollte, nachdem er 6 Jahre in Medina war. Wie hat er erfahren, dass er nach Mekka zurückgehen sollte? Wer hat sich ihm angeschlossen? Wer war der Flaggenträger, derjenige, der den Banner quasi getragen hat, dieser Armee? Und vor allem, was hat Quraysh getan, nachdem sie erfahren haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi mit einer Anzahl von Gefährten unterwegs war nach Mekka? Wie hat Quraysh erfahren? Und welche Gruppe entsandte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi nach Mekka? Und wieso kam sie nach 19 Tagen immer noch nicht an? Und zum anderen, welche Diskussion führte Suhail ibn Amr mit dem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi und inwiefern betraf das Imam Ali ibn Abi Talib alaihi salam? Und was waren die Inhalte dieses Hudaybiyah-Vertrages? Und zu guter Letzt wollen wir dann herausfinden, wie Imam al-Hassan alaihi salam diesen Vertrag von Hudaybiyah dazu genutzt hat, um seinen Friedensvertrag mit Muawiyah zu schließen. Das heißt, heute wollen wir dieses Ereignis von Hudaybiyah umfänglich betrachten und bearbeiten und analysieren, sodass wir Schritt für Schritt diese Fragen, die wir gestellt haben, beantworten können. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, nachdem er nun 6 Jahre in Medina war und die Menschen angefangen haben oder die Gefährten angefangen haben zu sagen, o Gesandter Gottes, wann kehren wir nach Mekka zurück? Wir sind jetzt schon 6 Jahre in Medina, wir vermissen unsere Familien, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi hat die Kaaba vermisst. Die Gefährten kamen zu ihnen und haben gesagt, o Gesandter Gottes, wann kehren wir denn nach Mekka zurück? Wir sind jetzt seit 6 Jahren in Medina und haben unsere Familien nicht in dieser Zeit gesehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi hat gesagt, habt Geduld, es wird die Zeit kommen, irgendwann werden wir nach Mekka zurückkehren. Weil zum einen waren sie so aufdringlich und haben gefragt, weil die Medinenser, also die Muslime, hatten jetzt in dem Fall eine viel stärkere Position. Wir erinnern uns an die letzte Folge oder an den letzten Vortrag, jetzt sage ich schon Folge, ist wie eine Netflix-Serie, an den letzten Vortrag, den wir hatten, der war über die Schlacht von Khandaq. In der Schlacht von Khandaq haben wir gesagt, 10.000 von der Nicht-Muslime, der Quraysh, haben 3.000 Muslime angegriffen und die Muslime haben in der Schlacht von Khandaq gewonnen und ohne Zweifel, und das können wir so direkt auch sagen, der Sieg wurde vereinfacht und der Sieg wurde so etabliert durch Imam Ali ibn Abi Talib a.s., als er Amr ibn Wud erschlagen hatte, einer der größten und mächtigsten Soldaten der gegnerischen Armee und damit den Kampfgeist der Mekkaner gebrochen hat. Das heißt, 3.000 Muslime haben in der Schlacht von Khandaq gegen 10.000 der Nicht-Muslime gewonnen. Der Kampfgeist, die Moral der Mekkaner war gebrochen. Das heißt, der Prophet hätte ohne weiteres in Mekka einfallen können, alle abschlachten können und Mekka für sich gewinnen können. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi hat dies aber natürlich nicht getan. Und deswegen kamen die Gefährten und haben gesagt, o Gesandter Gottes, wir sind jetzt stark, wir haben jetzt die Macht, lass uns nach Mekka einkehren. Und der Prophet sagte, habt Geduld. Bis der Prophet dann eines Tages einen Traum hatte und gesehen hat, wie er an der Kaaba steht, die Schlüssel der Kaaba in den Händen hält und um sich herum waren die Gefährten. Manche von ihnen hatten die Haare rasiert, andere hatten die Ihram-Kleidung an. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wusste, dies war ein göttlicher Befehl, dass er jetzt nun nach Mekka zurückkehren soll. Weil wie wir wissen, spricht Allah subhanahu wa ta'ala zu den Propheten durch 3 Methoden. Einmal durch den Engel Jibra'il alaihi salam, durch den Wahi Jibra'il, einmal durch direkte Inspiration, also durch Ilham, und einmal durch Träume. Wie wir das auch in mehreren Koranverse sehen können, beispielsweise Ibrahim und sein Sohn, Ya bunay inni ra'aytu fil manami anni azbahuk, o mein Sohn, ich habe im Traum gesehen, dass ich dich schlachte, oder aber Yusuf alayhi salam, Ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Das heißt, wir sehen mehrere Koranverse, die von Träumen berichten, wie Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten durch einen Traum etwas vermittelt. Genauso hier, Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten durch einen Traum vermittelt, dass er nach Mekka zurückkehren soll.
Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi versammelte daraufhin seine Gefährten, sagte: O meine Gefährte, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir befohlen, nach Mekka zurückzukehren. Wer ist bereit, sich mir anzuschließen? Und es haben sich 1400 der Gefährten gemeldet und haben gesagt: O Gesandter Gottes, wir sind bereit, mit dir nach Mekka zurückzukehren. Bis dahin hatte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi noch nie die Hajj absolviert, noch nie die Umrah absolviert. Das heißt, wenn wir sagen, der Prophet hat insgesamt in seinem Leben zweimal die Umrah. Und wisst ihr, wie oft er die Hajj absolviert hat in seinem Leben? Einmal. Ein einziges Mal, richtig. Der Prophet hat in seinem ganzen Leben ein einziges Mal die Hajj absolviert und zweimal die Umrah. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi die Gefährten versammelt und hat gesagt: Okay, wir brechen nun auf nach Mekka. Mitten auf dem Weg hat er sie alle nochmal angehalten und gesagt: Oh, meine Gefährten, wir sind hier in einer friedlichen Mission. Keiner von euch zückt sein Schwert, egal was passiert. Keiner von euch tritt in irgendeinen Kampf oder in irgendeine Schlacht. Wir sind hier auf friedlicher Mission. Die Quraysh haben das natürlich erfahren. Die Quraysh haben das natürlich erfahren, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi mit einer Ansammlung von Gefährten auf dem Weg nach Mekka ist. Und sie haben natürlich sofort Angst bekommen, weil in der Schlacht von Khandaq, wie gesagt, eine Minderheit der Muslime hat eine Mehrheit der Nichtmuslime bezwungen. Sie hatten Angst gehabt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi mit seiner Armee nun in Mekka einfällt und sie alle tötet. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi hatte ohne Zweifel die Macht, hatte ohne Zweifel die Männer, die Armee. Aber hier zeigt sich, was die wahre Stärke des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi ist. Die wahre Stärke besteht darin, dass wenn du Macht hast, diese nicht ausnutzt gegenüber anderen. Manchmal haben wir so viel Macht und so viel Kraft, dass wir mit dem anderen den Boden aufwischen können. Aber wahre Stärke ist es, die Kraft und die Macht nicht dann einzusetzen, wenn man damit wenn man diese Macht ausnutzen würde, sondern sich dann in Geduld zu üben und wie der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi das getan hat, diese Macht nicht auszunutzen, um andere damit zu schaden. Der Prophet hat also gesagt: Okay, wir sind in friedlicher Mission. Die Quraysh haben davon erfahren. Was haben sie gemacht? Sie haben 200 eine Streitkraft zusammengestellt unter Khalid ibn Walid und haben diese ausgesandt gegen die Armee des Propheten. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi hat davon erfahren, hat deswegen auch eine andere Route eingenommen, um nicht mit Khalid ibn Walid und der Armee in Konflikt zu geraten. Auf dem Weg also nach Mekka durch diese andere Route hielt plötzlich das Kamel des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi an einem Land namens Hudaybiyah an. Und für den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi war es immer ein Zeichen, wenn sein Kamel irgendwo anhält, dass an diesem Landstück etwas sein muss. Wer weiß, wo wir nochmal solch eine Begebenheit hatten, dass das Kamel des Propheten angehalten hat und was dann dort gebaut wurde, wer weiß es? Die erste Moschee im Islam, Masjid al-Nabawi beispielsweise, wurde entschieden, dass es dort gebaut ist, wo das Kamel des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi angehalten hat. Und genauso hier hat das Kamel angehalten und der Prophet hat gesagt: Okay, hier schlagen wir nun unser Lager auf. Und dieses Landstück, wo sie angehalten haben, nannte sich Hudaybiyah. Deswegen hieß es auch der Friedensvertrag von Hudaybiyah, weil an diesem Ort dieser Vertrag geschlossen wurde. Die Quraysh waren jetzt verwirrt. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi ist mit zahlreichen Gefährten unterwegs und jetzt hat er plötzlich sein Lager dort aufgeschlagen in Hudaybiyah. Was ist da los? Sie waren verwirrt. Wieso kommt der Prophet nicht nach Mekka? Wieso überfällt er Mekka nicht? Wieso schlachtet er uns nicht alle nieder? Er hätte durchaus die Macht dazu. Wieso hat er jetzt dort angehalten? Sie waren verwirrt. Also haben sie einen Abgesandten geschickt, der hingegangen ist, der gesagt hat: O Muhammad, wieso bist du hier? Was möchtest du? Wieso hast du hier in Hudaybiyah angehalten? Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi sagte: Wir sind hier in friedlicher Mission, wir wollen keinen Kampf, wir wollen niemanden töten, wir sind hier, weil viele ihre Familien sehen wollen, wir sind hier, weil wir die Umrah machen wollen, wir sind hier in absolut friedlicher Mission. Und das ist wirklich eine Antwort an all diese Islam-Experten, die sagen, der Prophet hat den Islam mit dem Schwert verbreitet, der Prophet war ein Mann des Krieges, ein Mann der Gewalt, ein Mann des Tötens. Der Prophet hätte ohne weiteres in Mekka einfallen können und sie alle abschlachten können. Aber dann wäre diese Aussage zu Recht gewesen, dass der Prophet ein Mann der Gewalt ist. Aber im Gegenteil, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi, wenn wir sagen, er war eine Barmherzigkeit für die Welten, dann zeigt sich das genau hier gegen seine Feinde, wie er mit ihnen umgegangen ist. Der erste Abgesandte kehrte also nach Mekka zurück, sagte: O Quraysh, der Prophet oder Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi ist tatsächlich in friedlicher Mission hier. Er hat nicht die Absicht, uns zu töten, er hat nicht die Absicht, uns zu überfallen. Er will, dass seine Gefährten die Familie sehen, er will Umrah machen und mehr nicht. Sie haben gesagt: Nein, das reicht uns nicht. Wir schicken einen zweiten Abgesandten.
Und der zweite Abgesandte ging wieder zu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi und wieder war die gleiche Antwort. Wir sind hier in friedlicher Mission, wir wollen Umrah, wir wollen Familie sehen, mehr nicht. Auch das hat die Quraysh letztendlich nicht überzeugt. Also haben sie gesagt, okay, wir müssen jemanden schicken, der ein gewisses Gewicht hat, der was zu sagen hat. Also haben sie einen Großvater von Ali al-Akbar geschickt, nämlich Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Ali al-Akbar hatte verschiedene Stämme, mit denen er verwandt ist. Zum einen, die Mutter von Ali al-Akbar hieß Layla. Layla war die Tochter von Maymuna. Maymuna war die Tochter von Abu Sufyan. Natürlich auf der anderen Seite ist ein Großvater von Ali al-Akbar, wer? Ali ibn Abi Talib natürlich, salatullahi wassalamu alayhi. Auf der anderen Seite ist ein Großvater oder ein Großgroßvater von Ali al-Akbar, Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Und das war der Stamm oder das war das Oberhaupt dieser al-Thaqafi-Familie. Mukhtar al-Thaqafi kennen viele sicherlich. Von diesem Stamm, von dieser Familie war er. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi sagte, kein Problem, ich gehe zu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ich rede mit ihm, aber wenn ich zu euch zurückkomme und er hat mir dieselbe Antwort gesagt und ihr haltet euch nicht an meine Antwort, dann habe ich mit euch nichts mehr zu tun. Ihr habt bereits zwei Abgesandte geschickt, die haben euch gesagt, er ist friedlich und wenn ich jetzt nochmal zu euch komme und euch das gleiche sage und ihr nicht auf mich hört, dann habe ich nichts mehr mit euch zu tun. Sie sagten, okay, geh. Er ging daraufhin zum Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alihi und nebenbei erwähnt, dieser Stamm hatte eine bestimmte Art des Grußes, die bestimmt für viele ungewöhnlich ist. Normalerweise, wenn man sich grüßt, man sagt Salam alaikum, man gibt sich die Hand oder heutzutage man gibt sich den Ellbogen. Dort war es üblich in diesem Stamm, dass man sich an den Bart gezogen hat und das Knie in den Bauch gerammt hat. Das war so eine Art der Begrüßung, eine kulturelle Begrüßungsform der Thaqafi-Familie, so nach dem Motto, so begrüßen sich Männer. Urwa ibn Mas'ud kam zum Propheten, sallallahu alaihi wa alihi, er hat an seinem Bart gezogen und hat ebenfalls sein Knie in seinen Bauch gerammt. Mughira ibn Shu'ba hat das gesehen, sagte, oh Mas'ud, wie kannst du es wagen, so mit dem Propheten umzugehen? Und der Prophet, sallallahu alaihi wa alihi, sagte, bleib ruhig, wenn es deren Art ist, wenn es deren Kultur ist, dann ist es halt so. Regt euch jetzt nicht darüber auf, wir wollen jetzt deswegen kein Problem machen. Und er fragte ihn, oh Muhammad, weshalb bist du hier? Und der Prophet hat ihm genau das Gleiche gesagt. Wir sind hier in friedlicher Mission, die Familien sollen gesehen werden und wir wollen die Umrah machen. Daraufhin kehrte er zurück und hat ihm genau das Gleiche berichtet. Aber sie wollten immer noch nicht hören. Sie haben es immer noch nicht geglaubt. Sie dachten, der Prophet sallallahu alaihi wa alihi plant irgendwas, wartet dort eventuell auf eine Streitmacht oder plant irgendwas, um die Mekkaner anzugreifen. Was haben sie also gemacht? Sie haben 70 Attentäter losgeschickt, um den Propheten sallallahu alaihi wa alihi zu töten. Sie haben es davor in Mekka versucht, vor der Hijra, und jetzt haben sie es nochmal versucht, mit 70 Leuten den Propheten zu töten, aber natürlich, die Muslime waren in der Überzahl, diese 70 Leute wurden geschnappt, wurden vor den Propheten gebracht. Die Gefährten haben gespannt darauf gewartet, was passiert jetzt? So, diese 70 Leute wollten den Propheten töten, der Prophet wird bestimmt sagen, schlachtet sie alle nieder. Der Prophet sallallahu alaihi wa alihi kam, hat gesagt, lasst sie alle gehen. O Gesandter Gottes, diese Leute wollten dich töten, diese Leute hatten ein Attentat auf dich vorgehabt. Der Prophet hat gesagt, wir sind hier in friedlicher Mission, ich habe euch gesagt, das Schwert wird nicht gezückt, lasst sie alle nach Hause gehen. Und spätestens da wurde den Quraysh klar, okay, wenn Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tatsächlich in einer anderen Absicht gekommen wäre, dann hätte er diese 70 Leute alle abgeschlachtet. Er hat sie alle nach Hause geschickt, er hat nicht einen einzigen von ihnen getötet. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wa alihi nun geschaut, okay, wen kann ich jetzt als Abgesandten nach Mekka schicken, um ihnen die Lage deutlich zu machen? Wen kann ich von meinen Gefährten aussuchen, der nach Mekka geht und dort dann für Klartext sorgt quasi? Jetzt die Frage natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wa alihi war mit vielen Gefährten da. Würde er jetzt beispielsweise Ali ibn Abi Talib schicken? Ali ibn Abi Talib hat die Hälfte der Väter und Großväter dieser Leute in Badr und Uhud und Khandaq und so weiter alle zunichte gemacht und getötet. Das heißt, Ali ibn Abi Talib würde da nicht lebend rauskommen. Es müsste jemand sein, an dessen Schwert kein Blut klebt. Jemand, der keine größere Gefahr darstellt. Jemand, der, wenn die Mekkaner ihn ansehen, dass sie nicht unbedingt direkt vor Angst erzittern. Und er schaute sich unter den Gefährten um und sah Umar ibn al-Khattab. Und hat Umar zu sich gerufen, oh Umar, bist du bereit, nach Mekka zu gehen und dort als mein Abgesandten? Umar sagte, nein, entlasse mich von dieser Aufgabe, oh Gesandter Gottes, ich habe dort niemanden, ich fürchte, dass sie mich töten. Also hat er Uthman gerufen, Uthman,
Wie sieht's mit dir aus? Bist du bereit, nach Mekka zu gehen und dort mit den Qurayshiten zu sprechen? Uthman hatte kein Problem damit, weil zum einen hat er kein Opfer, also er hatte niemanden in irgendeiner Schlacht getötet, keiner hat auf Blutrache gesinnt und er hatte viele Freunde und Bekannte auch in Mekka, mit denen er sich gut verstanden hat. Also hat sich Uthman bereit erklärt, o Gesandter Gottes, kein Problem, ich bin dein Abgesandter, ich gehe nach Mekka. Also hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ihn nach Mekka geschickt. Ein Tag verging, zwei Tage verging, drei Tage, fünf Tage, zehn Tage, zwei Wochen verging. 19 Tage hat man nichts von Uthman gehört. Und die Gefährten haben angefangen, sich Sorgen zu machen. Was ist passiert? Hat man ihn gefangen genommen? Hat man ihn getötet? Was ist mit Uthman? Wieso kommt er nicht zurück? Wieso haben wir bisher noch nichts von ihm gehört? Daraufhin wurden sie etwas zappelig, könnte man sagen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gemerkt, dass eine gewisse Unruhe in ihre Herzen gekehrt ist und hat dann daraufhin gesagt, oh meine Gefährten, seid ihr noch bei mir? Glaubt ihr noch an mich? Steht ihr noch an meiner Seite? Sie sagten ja, oh Gesandter Gottes. Und er sagte, diejenigen, die bereit sind, an meiner Seite zu sein, die sollen jetzt unter diesem Baum diesen Treueeid leisten. So kam diese Bay'at al-Ridwan zustande, die im Heiligen Koran erwähnt wird, in Surah 48, Vers 18. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah ist wohl zufrieden mit den Gläubigen, weil sie dir unter dem Bauch Treue gelobten. Dieser Vers, könnte man sagen, ist für die sunnitischen Geschwister das, was für uns Ayat al-Tathir ist. Was für die Anhänger der Reschule der Ahl-Bayt Ayat al-Tathir ist. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ أَهْلِ-الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Und wir beweisen damit die Unantastbarkeit und die Unfehlbarkeit der Ahl-Bayt. Unsere sunnitischen Geschwister beziehen sich hauptsächlich auf diesen Vers, wenn es darum geht, die Sahaba nicht zu kritisieren, dass die Sahaba allesamt gut waren, allesamt gläubig waren und allesamt ins Paradies kommen. Wieso? Weil Allah sagt, Allah ist wohl zufrieden mit denjenigen, die unter dem Baum Treue dir gelobten, o Gesandter Gottes. Was hat es aber mit diesem Vers auf sich? Waren oder haben tatsächlich alle mit reinem Herzen Treue dem Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa sallam gelobt oder waren auch einige Heuchler unter ihnen dabei? Und das können wir ganz einfach beweisen. Ganz einfach, nämlich der anhand eines Beispiels von zwei Gefährten, nämlich Abul Radi al-Juhani hat an jenem Tage dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam die Treue gelobt und Ammar bin Yasir hat an jenem Tage dem Propheten die Treue gelobt. Jetzt hat aber Abul Radi al-Juhani Ammar bin Yasir getötet in der Schlacht von Safin. Beide, die dem Propheten unter dem Baum den Treueeid geleistet haben. Der eine hat den anderen getötet. Kann es sein, dass beide im Paradies sind? Ausgeschlossen. Abul Radi al-Juhani ist eines dieser Beispiele dafür, wo es klar und deutlich ist, dass er nicht im Paradies sein kann und dass er von diesem Vers nicht eingeschlossen ist. Anderes Beispiel, Abdullah ibn Ubay, über den wir mehrmals gesprochen haben. Abdullah ibn Ubay hat ebenfalls an jenem Tage dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam den Treueeid geleistet. Aber der Koran selber bezeichnet ihn als Heuchler. Der Koran selber entlarvt ihn als Heuchler. Das heißt, dieser Vers beweist in keinem Fall, dass alle, die dem Propheten an jenem Tage unter dem Baum den Treueeid geleistet haben, dass diese auch tatsächlich absolut fehlerlos sind und im Paradies sind. Und hier haben wir zwei Beispiele, bei denen es ohne Zweifel so ist, dass diese nicht im Paradies sein können. Weil letztendlich weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala, was in den Herzen ist und wer von ihnen wirklich den Treueeid geleistet hat und wer von ihnen nur das auf einer heuchlerischen Art und Weise getan hat. Sie leisteten also den Treueeid. Die Quraysh haben erkannt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht zum Krieg gekommen ist. Also haben sie einen Gesandten zum Propheten geschickt, namens Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr war derjenige, der die Gespräche mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam führen sollte. Also hat der Prophet gesagt, okay, jetzt schließen wir einen Friedensvertrag. Wieso? Manch einer mag sagen, der Prophet war stark, der Prophet hätte ohne Zweifel Mekka einfallen können. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hätte er die Mekkaner alle abgeschlachtet, wäre ihre Heuchelei nicht so deutlich gewesen, als wenn man einen Friedensvertrag mit ihnen geschlossen hätte und zugesehen hätte, wie sie diesen Friedensvertrag brechen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wollte also allen Menschen deutlich machen, diese Mekkaner, die werde ich entblößen, aber nicht indem wir sie besiegen, nicht indem wir sie töten, nicht indem wir sie bekämpfen, sondern indem wir sie auf einer friedlichen Art und Weise zeigen, was für Heuchelei sich in ihre Herzen bewegen. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, okay, wir schließen einen Friedensvertrag.
O Ali, du bist derjenige, der diesen Friedensvertrag schreiben soll. Ein Exemplar hat Ali ibn Abi Talib geschrieben und das andere Exemplar hat Suhail geschrieben. Und das, man hat quasi zwei Ausfertigungen gemacht, so wie man es heutzutage kennt. Wenn man einen Vertrag hat, hat man zwei Anfertigungen oder zwei Ausfertigungen davon und jeder bekommt dann eins, damit es später keine Missverständnisse gibt. Ali sollte also schreiben und Suhail sollte den anderen Friedensvertrag schreiben. Ali ibn Abi Talib hat angefangen zu schreiben, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Suhail sagte, stopp, was schreibst du da? Er sagt, was ist los? Er meinte, würden wir an Gott glauben oder würden wir glauben, dass er ar-Rahman ar-Rahim ist, dann wären wir doch nicht hier. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, oh Ali, streich das. Und Ali a.s. hat dies gestrichen. Dann hat Ali ibn Abi Talib angefangen zu schreiben, dies ist ein Vertrag zwischen Muhammad Rasulullah. Und Suhail sagte, stopp, was schreibst du da? Würden wir glauben, dass Muhammad Rasulullah ist, dann wären wir nicht hier und würden ihn auch nicht bekämpfen. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, O Ali, streich dieses Rasulullah. Und Ali ibn Abi Talib hat gesagt, O Rasulullah, entschuldige mich davon, dies zu streichen. So nach dem Motto, O Rasulullah, meine Hände können nicht streichen, dass du Rasulullah bist. Wie können sie es wagen, deine Botschaft und dein Prophetentum zu verleugnen? Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dies selber weggestrichen. Und sie haben angefangen, die Inhalte dieses Vertrages zu schreiben. Der erste Punkt war, dass sie sich darauf geeinigt haben, dass sie im nächsten Jahr die Umrah machen dürfen. Der zweite Punkt war, dass diese Umrah 3 Tage dauern soll. Der dritte Punkt war, dass es einen 10-jährigen Friedensvertrag oder dass der Frieden oder Waffenstillstand 10 Jahre anhalten soll zwischen den Mekkanern und den Medinensern. Also innerhalb von 10 Jahren darf es keinen Krieg geben und keinen Kampf oder nichts anderes. Viertens, wenn ein Muslim den Islam verlassen will und nach Mekka zurückkehren will, dann sollen oder dann müssen die Muslime ihn so laufen lassen. Ja, das zum Thema Apostasie, diejenigen, die den Islam verlassen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat in diesem Friedensvertrag deutlich gemacht, dass derjenige, der in Medina den Islam verlassen will, nach Mekka zurückkehren will, dass er zurückkehren will ohne weitere Probleme. Der fünfte Punkt ist ein ganz interessanter Punkt. Derjenige von Mekka, der nach Medina will, den werden die Medinenser selber nach Mekka zurückkehren lassen, selber nach Mekka zurückschicken, damit keiner sagt, okay, die Medinenser missionieren und ziehen die Mekkaner zu sich, damit das nicht passiert. Und der sechste Punkt war, Muhammad ist gleich jedem anderen wie Quraysh. Keiner darf ihn angreifen, keiner darf irgendetwas mit ihm machen, ihm Unrecht antun und so weiter. Der Prophet sagte, Suhail, hast du all die Punkte aufgeschrieben? Er sagte, ja. Ali, hast du all die Punkte aufgeschrieben? Er sagte, ja. Damit war der Friedensvertrag so beschlossen. Eine interessante Begebenheit, die wir überall nachlesen können, vor allem in den sunnitischen Werken. Nachdem dieser Friedensvertrag geschlossen wurde, kam Umar ibn al-Khattab zu Abu Bakr und sagte, O Abu Bakr, sind wir Muslime? Er sagte, ja, wieso, was ist los? Er meinte, ich habe nicht am Prophetentum Mohammeds gezweifelt bis zum heutigen Tage von Hudaybiyah. Ich habe nicht am Prophetentum von Mohammed gezweifelt bis am heutigen Tag von Hudaybiyah. Und das sehen wir im Werk von Al-Suyuti, bestätigt diese Begebenheit. Und sie ist zu finden in Muslim, in Bukhari, in Nasa'i und in zahlreiche andere Werke ist diese Aussage von Umar ibn al-Khattab zu finden, dass er gesagt hat, ich habe am Prophetentum Mohammeds nicht gezweifelt bis zum heutigen Tage. Wie kann er es wagen, mit ihnen einen Friedensvertrag zu stellen, wo wir doch diese Übermacht haben? Und das ist übrigens nicht das erste und auch nicht das letzte Ereignis, wo Umar ibn al-Khattab sich dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam entgegengestellt hat. Und wir werden inshallah in der nächsten Biografie über Umar ibn al-Khattab all diese Punkte aufführen. Also die gesagt haben, die Biografie von Abu Bakr war schon ein bisschen hart. Die Biografie von Umar wird nicht weniger schwierig sein, sondern wird teilweise noch mehr Sachen ans Tageslicht bringen, inshallah. Und daraufhin offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala den heiligen Vers, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna fatahna laka fathan mubina. Wahrlich, wir haben dir einen offenkundigen Sieg beschert in Sura 48, Vers 1. Manche denken, dieser Vers wurde hinabgesandt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mekka erobert hat. Nein, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mekka erobert hat, welche Vers oder welche Sura kam da hinab? Wer weiß es? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Idha Ja'a Nasrullahi wal-Fath. Diese Sura wurde offenbart, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mekka erobert hat. Aber nachdem er diesen Friedensvertrag geschlossen hat, wurde der Vers hinabgesandt. Inna fatahna laka fathan mubina. Wir haben dir einen offenkundigen Sieg beschert.
Frage, war nicht Badr ein offenkundiger Sieg? War nicht Khandaq ein offenkundiger Sieg? Uhud, die anderen Schlachten. Wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Friedensvertrag als den größten Sieg Muhammads bezeichnet und nicht eine der Schlachten? Wenn wir sagen, der Islam hat eine Kernbotschaft und diese ist friedlich, dann genau aus diesen Gründen. Ja, Kampf und Krieg und Schlachten gibt es, wenn es keine andere Möglichkeit gibt als Selbstverteidigung. Aber der größte Sieg ist, wenn du in vollem Besitz deiner Stärke bist, in vollem Besitz deiner Macht und trotzdem mit dem anderen einen Friedensvertrag eingehst. Das zeigt wirklich, wie stark und wie mächtig du bist. Daher ist nicht immer die Schlacht der größte Gewinn, sondern manchmal ist es auch der Friedensvertrag, indem du mit dem anderen Frieden schließt, dein größter Gewinn. Indem du zwar mit dem anderen, wie gesagt, den Boden aufwischen kannst, indem du dich auf dem rechten Weg siehst, indem du viele Anhänger hast und der andere ist klein und schwach und du könntest ihn zusammenschlagen als Beispiel, aber wahre Stärke ist es, wenn du deine Übermacht nicht ausnutzt gegenüber jemandem, der sich nicht mehr verteidigen kann. Aber trotzdem, nachdem dieser Friedensvertrag geschlossen wurde, nach 16 Monaten war Mekka in der Hand der Muslime. Wieso? Die Quraysh, die Mekkaner, konnten es nicht mit ansehen. Wie kann es sein, dass Muhammad gewinnt? Wie kann es sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam letztendlich diesen Friedensvertrag geschlossen hat und wir ihn in Ruhe lassen müssen, wir ihn nicht mehr angreifen müssen, wie wir zusehen müssen, dass er von Tag zu Tag immer mehr an Stärke zunimmt, immer stärker wird? Also haben sie eines Nachts hat dann ein Volk von Banu Bakr eine Gruppe von Banu Khuza'a angegriffen und sie allesamt abgeschlachtet. Also eine Gruppe, ein Stamm, die zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehörte. Nach einem Jahr hat ein Volk von Quraysh diesen Stamm komplett ausgerottet, getötet. Diese Gruppe getötet. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, okay, an dieser Stelle und stopp. Jetzt haben wir gesehen, die Quraysh sind Heuchler. Wieso? Wir haben einen Friedensvertrag. Der Friedensvertrag besagt, Punkt 3, dass wir 10 Jahre Frieden haben, dass keiner den anderen angreift. Sie haben nun diesen Friedensvertrag gebrochen. Sie haben nun zahlreiche Anhänger von mir getötet. Und deswegen, immer wenn wir Talkshow-Sendungen sehen, immer wenn sogenannte Islam-Experten kommen, immer wenn irgendwelche Leute sich profilieren wollen und sich und ihre Seele an die Medien verkauft haben, kommen sie und sagen, der Koran ist gewalttätig. Der Koran fördert Tod und fördert das Töten der Ungläubigen. Wieso? Wie kommt ihr drauf? Ja, in Sura 9, Vers 5 steht, Faqtulu al-Mushrikin haythu wajadtumuhum. Tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet. Dies ist ein klarer Aufruf zum Mord, zum Töten. Wir sagen ja, schaut in welchem Kontext, wann kam dieser Vers hinunter, zu welchem Anlass kam dieser Vers hinunter. Erstens, nachdem sie diesen Friedensvertrag gebrochen haben. Aber hat der Prophet gesagt, sofort, sie haben ihn gebrochen, sofort tötet sie alle, die den Friedensvertrag gebrochen haben? Nein, sie haben erstmal 4 Monate Zeit bekommen zu bereuen. Innerhalb dieser 4 Monate hatten die Mushrikin Zeit gehabt zu bereuen. Hätten sie bereut, wäre ihnen vergeben worden. Nach diesen 4 Monaten, wenn sie nicht bereuen und wenn sie auf ihre Taten bestehen, dann lauert ihnen auf und tötet sie, so wie sie euch getötet haben. Dann ja. Aber sind alle Qurayshiten, sind alle Mushrikin damit gemeint? Nein, nur diejenigen, die den Eid gebrochen haben, die den Friedensvertrag gebrochen haben. Deswegen lesen wir bitte auch mal den Vers davor und lesen wir bitte auch den Vers danach, was danach gesagt wird. Nämlich, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im darauffolgenden Vers in Surah 9, Vers 6, und wenn einer der Götzendiener bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, bis er Allahs Worte vernehmen kann. Hierauf lass ihn den Ort seiner Sicherheit erreichen. Das heißt, wir sehen, selbst nachdem Quraysh diesen Friedensvertrag gebrochen hat, nachdem sie Muslime abgeschlachtet haben, hat der Prophet gesagt, wir geben ihnen 4 Monate Zeit zu bereuen. Wenn sie nicht bereuen, dann werden nur diejenigen bestraft, die auch tatsächlich Leute getötet haben, die den Friedensvertrag gebrochen haben. Und das ist keine Seltenheit. Bringt mir ein Land auf dieser ganzen Welt, wo es kein Gesetz gibt, dass derjenige, der getötet wurde, dass man ihn bestrafen soll. Jetzt, ob er die Todesstrafe bekommt, ob er lebenslang Gefängnis bekommt und so weiter, sei dahingestellt. Aber jemand, der tötet, muss bestraft werden. Und der Islam sieht nun mal die Todesstrafe als eine Strafe an für jemanden, der eine andere Seele getötet hat. Genauso wie es diese beispielsweise auch in den USA gibt, in China gibt, in Iran gibt. Die Todesstrafe ist auf der Welt in mehreren Ländern vertreten.
Der Islam genauso sagt, wenn jemand anderes absichtlich mit vollem Wissen getötet hat, dann verdient er auch den Tod. Dann verdient er die Todesstrafe, es sei denn, die Familie des Getöteten vergibt ihm. Daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dann gesagt, okay, sie haben den Friedensvertrag gebrochen, jetzt ist für die ganze Menschheit deutlich geworden, bis zum Tage der Auferstehung, dass diese Leute Heuchler sind, wir haben es auf die friedliche Art probiert, sie haben diesen Friedensvertrag gebrochen, jetzt nehmen wir Mekka ein. Wie wurde Mekka eingenommen? Mit Gewalt hat man die Leute getötet? Nein, Mekka wurde friedlich eingenommen. Sogar Wahshi, derjenige, der Hamza getötet hat, sogar derjenige wurde freigelassen. Abu Sufyan, der so viele Menschenleben auf dem Gewissen hat, indem er Kriege angezettelt hat, indem er die Schlacht von Badr beispielsweise mitverantwortlich war, sogar er wurde freigelassen. Idhabu antumut tulaqa. Und dies benutzt auch Zainab a.s. in ihrer Rede gegenüber Yazid, dass sie ihm sagt, oh du Sohn desjenigen, der entlassen wurde, der freigelassen wurde. Damit hat sie Abu Sufyan gemeint. Weil Yazid ist natürlich der Enkel von Abu Sufyan. Der Prophet hat daraufhin also Mekka friedlich eingenommen und Mekka war dann unter der Hand der Muslime. Imam al-Hassan a.s. hat genau diesen Friedensvertrag von Hudaybiyah genutzt, um Muawiyah zu entlarven. Er hat gesagt, genauso wie mein Großvater Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi die Mekkaner entlarvt hat, genauso werde ich mit einem Friedensvertrag Muawiyah entlarven. Weil wie war die Ausgangssituation von Imam al-Hassan a.s.? Die Ausgangssituation war, er hatte die Soldaten von seinem Vater, von Imam Ali a.s. Imam Alis Soldaten hatten 3 Kriege innerhalb von 4 Jahren. Sie waren müde vom Krieg. Sie hatten Jamal, sie hatten Sufin, sie hatten Nahrawan. Und über alle 3 Kriege werden wir inshallah auch ausführlich sprechen. Sie waren müde vom Krieg. Sie hatten keine Lust mehr auf den Krieg. Imam al-Hassan war also in einer Form geschwächt in der Hinsicht. Also hat er gesagt, ich werde Muawiyah, weil er so gierig nach der Macht ist, ich werde Muawiyah genauso entlarven und genauso seine Heuchelei aufzeigen, wie mein Großvater Rasulullah die Heuchelei der Mekkaner aufgezeigt hat. Und genauso hat er deswegen auch diesen Friedensvertrag mit ihm geschlossen. Weil bis heute gibt es tatsächlich auch einige, die sagen, Imam al-Hussein war mutiger als Imam al-Hassan. Imam al-Hussein war derjenige, der gekämpft hat, der in den Krieg gezogen ist. Imam al-Hassan war mehr der Diplomatische, derjenige, der den Krieg vermeiden wollte und deswegen diesen Vertrag. Nein. Muawiyah und Yazid waren 2 unterschiedliche Persönlichkeiten. Yazid war ein offenkundiger Sünder, ein offenkundiger Kafir, könnte man schon sagen. Er selber hat es bezeugt. La'ibat Hashimu bil Mulki fala khabarun ja'a wala wahyun nazal. Er selber sagt, weder eine Offenbarung gab es, noch ein Engel gab es, der hinabgestiegen ist. Yazid war offenkundiger Sündiger, offenkundiger Fasiq quasi. Muawiyah hat es allerdings alles im Mantel der Religion versteckt. Öffentlich hat er gebetet, öffentlich hat er gefastet, öffentlich hat er gepredigt, aber innerlich war die Heuchelei verankert. Deswegen wäre ein Krieg gegen ihn nicht so effektiv gewesen wie ein Kampf gegen Yazid. Deswegen musste man Muawiyah mit diesen Mitteln entlarven, mit denen Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi die Mekkaner entlarvt hat. Also hat Imam al-Hassan genauso diesen Friedensvertrag geschlossen. Und der erste Punkt war, dass er aufhören soll, Imam Ali zu beschimpfen. Weil wie wir wissen, es war ein Bestandteil der Freitagspredigten, dass man Ali ibn Abi Talib beschimpft hat. Genauso wie wenn man heutzutage auf die Kanzel geht, Allah subhanahu wa ta'ala lobt, seine Segnungen auf den Propheten sallallahu alaihi wa alihi schickt. Genauso hat man dann danach auch Ali ibn Abi Talib verflucht. Samara bin Jundub, Mughira bin Shu'ba, sie haben allesamt Ali ibn Abi Talib auf den Kanzeln verflucht. Die erste Bedingung war, dass dies gestoppt werden muss. Die zweite Bedingung des Vertrages war, bewahre die Sunna meines Großvaters Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Die Sunna des Propheten bewahren. Wisst ihr, wie Muawiyah die Sunna des Propheten verändert hat? Das Freitagsgebet beispielsweise. Wann wird das Freitagsgebet verrichtet? An welchem Tag? Mittwoch. Es wird am Freitag verrichtet. Muawiyah war jemand, der das Freitagsgebet am Mittwoch verrichtet hat. Oder aber in Surat al-Jum'a, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Also wenn zum Freitagsgebet verrichtet wird und die Leute dann wegrennen und sie lassen dich, o Gesandter Gottes, stehend. Von da aus, von diesem Vers, haben wir das Rechtsurteil, dass das Freitagsgebet im Stehen verrichtet werden soll. Viele von euch sehen das bestimmt immer. Derjenige, der die Predigt zum Freitagsgebet hält, der steht immer. Der sitzt niemals auf der Kanzel oder so, der steht immer. Das ist so ein Gesetz. Muawiyah war jemand, der das Freitagsgebet im Sitzen verrichtet.
oder der die Predigt im Sitzen gehalten hat. Das heißt, bewahre die Sunna meines Großvaters Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi, töte nicht die Schia von meinem Vater Ali. Hör auf, die Schia meines Vaters von Ali. Hör auf, die Schia meines Vaters Ali zu töten. Muawiyah allerdings tötete dann Maitham al-Tammar, tötete Hajar ibn Adi al-Kindi und viele weitere Gefährten von Imam Ali ibn Abi Talib. Der vierte Punkt, zahle Blutgeld den Märtyrern von Jamal und Safin, diese Schlachten, Jamal und Safin, Blutgeld an die Familien der Märtyrer. Auch diesen Punkt hat Muawiyah nicht erfüllt. Und der fünfte Punkt war, das Khalifat nach deinem Tod geht entweder an mich oder an meinen Bruder Hussein. Und wen hat er es am Ende übergeben? Yazid. Das heißt, Imam al-Hassan hat einen Friedensvertrag mit Muawiyah geschlossen. Der Friedensvertrag beinhaltete diese fünf Punkte. Alle fünf Punkte wurden von Muawiyah gebrochen. Kein einziger Punkt wurde von Muawiyah so stehen gelassen. Deswegen, wieso hat Imam al-Hussein beispielsweise Muawiyah nach dem Tod seines Bruders Imam Hassan nicht sofort bekämpft? Sondern 10 Jahre ist gewartet, bis Muawiyah starb. Er wollte den Menschen zeigen, dass auch Muawiyah auch den letzten Punkt brechen wird. Auch den letzten Punkt, dass wenn er stirbt, das Khalifat nicht an Hussein kommt, sondern an seinen Sohn Yazid. Und damit hat Imam al-Hassan auf diese Art und Weise die Heuchelei von Muawiyah komplett entlarvt. Und Imam al-Hussein a.s. hat dann den Kampf gegen Yazid, la'anullah, geführt und somit auch das Blut über das Schwert gewinnen lassen. Das heißt, jeder hatte seinen eigenen Krieg zu führen, weil es zwei unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Und genauso wie die Gelehrte auch immer so schön sagen, wäre Imam Hussein an der Stelle von Imam Hassan, hätte er einen Friedensvertrag geschlossen, und wäre Imam al-Hassan an der Stelle von Imam al-Hussein, wäre er nach Karbala gegangen und hätte genau das Gleiche getan, was Imam al-Hussein getan hat. Das heißt, in der Hinsicht gibt es keinerlei Unterschiede. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi sagte, Imam al-Hassan und Imam al-Hussein sind Imame, ob sie nun aufstehen oder sitzen. Also ob sie nun eine Revolution machen oder ob sie einen Friedensvertrag schließen, sinngemäß betrachtet. Inshallah werden wir dann in der nächsten Lektion, in der nächsten Folge unserer Serie über die Schlacht von Khaybar sprechen, die als nächstes dann stattfand, inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم صل على محمد وآل محمد.